Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077, also 2077. Ja, in der letzten Folge haben wir uns wieder die schöne Roke, wie heißt die nochmal, die Schlampe, ja, diese Frau da. Wir haben sie wieder gefunden, das ist Johnnys beste Freundin. Ja, und sie hat sich nicht veraltet, also sie ist schon jung wie früher und geil wie früher. Ja, Leute, ich werde mal sagen, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Antworten, Wakako? Wakako Okada, denkst du nicht, dass sie uns hintergehen wird? Was, findest du sie etwa nicht mehr charmant? Hast du deine Zweifel? Du musst dir keine Sorgen machen, im Gegensatz zu mir. Zu mir, wo bist du? Nein, das ist oben. Man erkennt doch auf den ersten Blick, was sie ein... Oh. Vielleicht möchte sie auch bloß zwei Ratten mit einem Spieß auf... Okay. Wie, ich bin Kabuki. Ich bin in Kabuki. Ich habe zwei Fragen. Wer ist auf die Idee gekommen, diese widerwärtige Drecksloch Kabuki zu nennen? Kabuki ist eine Kunstform. Ich melde mich... Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Darauf komme ich vielleicht noch zurück, aber im Moment nicht. Du wirst noch genug zu tun haben. Arschloch. Ich sehe dir, Leute, ich habe 20.000. So. Worum geht's? Was gibt's zu tun? Nennen wir es eine Lieferung. Von A nach B. Schnell und unauffällig. Interesse? Ja, okay, komm. Erzähl mir mehr. Es ist ganz einfach. Du gehst zum Kabuki-Ufer, holst das Paket ab, rufst mich an und ich sag dir, wo du es hinbringen sollst. Easy peasy. Und die Bezahlung? Keine Sorge, du bekommst auch einen Bonus. Importiert und zollfrei. Natürlich, alles ganz einfach. Sag ich doch. Ist einfach eine gut bezahlte Lieferung. Also, machst du's? Ich mach's. Na klar, ich mach's. Ich wusste doch, dass wir zwei uns einigen. Geh zum Kabuki-Ufer und such da nach einem Kühlschrank, auf dem No Future steht. Nimm, was drin ist und ruf mich dann an. Anschließend sage ich dir mehr. Gut, bis später. Kann ich dir was bringen? Hey, wie? Ich muss los. Ray, gefunden, entdeckt. Oh, ich muss kotzen. Hä? Auf Karte. Wir müssen Geld machen, Leute. Sonst geht's so nicht. Was ist das für Scheiß? Wo bin ich eigentlich? Achso, da, ich bin der Grüne. Ich bin der. Ah, ich bin der Rote da. Ey, Grüne, Mann! Verbrechermeldung. Komm. Komm, Jackie, Ark. Stark jetzt eigentlich in das beschissene Ding rein. So. Oh, du kleiner Pisser, du. Oh Gott! Oh gut! Du kleiner Wichser! Schaff dir
dein Job, du Plage. Ja, ich verspreche dir den Weg, Wichser. Verschwinde! Bleach-Protokoll. Das geht nicht gut für dich aus. Wir werden angegriffen. Kämpfe ich gar gegen den Bullen? So, wo ist die Leiche? Scheiße, wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, da. So. Nächste. Ein Freund von mir braucht Hilfe. Hat sein Auge verzockt und will es zurück. Also ein Implantat. Sollte richtig leicht verdientes Geld sein. Was meinst du? Steht Hassan bei? Ja? Was gibt's hier so? In der Schule nicht aufgepasst. Steht doch alles auf der Karte. Ja. Die Chancen sind immer gleich. Man gewinnt. Oder man verliert. 50-50. Mike. Du musst echt aufhören, Klebstoff zu machen. Kondo Anani. Fuck, 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 fuck. Thank you.
So. Warte einen Moment, kurz reinstecken. So, jetzt. Verdammte Scheiße! Komm, lad doch auf. Da können wir doch keiner Was? Perfekt. Jacob hat sein Auge wieder, also hast du den Auftrag erledigt. Aber wie? Das war keine gute Arbeit. Streng dich nächstes Mal mehr an, okay? Auftrag erledigt. Und danke. Wie, was? Ich mache immer mit Gewalt. Tut mir leid. Man kann hier nicht rumschleichen. Okay, komm, machen wir das da.
alles. Oye, despacio! Kannst du was für mich rausfinden? Es gab eine Streiterei an den Docks. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Eine Leiche hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Junge, Junge. Reizende Nachbarschaft. Der Typ da, ey. Ach, lieber... Aha, ich guess. Könnt ihr lesen, ich lese das nicht. Regina eine Nachricht über die Cyberpsycho-Attacke, Ticket über Oberliga. Warte. Manche Splitter, die du in den Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsse verborgene Informationen. Über einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich über den Teil und spätestens Splitter und... Okay. Ist echt ein Arsch, ey. Hm.
Mann. Regina eine Nachricht über die Cyber-Sicherheitslücke über die Ticket in Oleg. Okay. Nächste. Dauert nicht so lang. Nee, jetzt gehe ich ins Bus. Ich schaff das. Schon leicht. So ja, das war es, ging ja schnell. Komm, der nächste noch, schaffen wir auch. Halt die Fern!
So. Jetzt habt ihr keine Probleme mehr. So. Ah, fuck, geht nicht, scheiße. Oh, danke, Mann. Dieser Schatz. Was? So. Jetzt könntest du. Normalerweise könntest du. Oh, was ist das? Ja, mach mal kurz das schnell dann fertig. Machen wir die Summe dann. Kannst du nicht fahren, du Idiot? Hey V, der Sohn von Arati Kapoor ist an der Überdosis Glitter gestorben. Du hast bestimmt davon gehört. Neuer Hardcore-Droge auf den Straßen. Arati will, dass du das Glitterlabor in einen Krater verwandelst. Im Anhang findest du mehr Infos über Arati und diese ganze Scheißsituation. Jetzt verschwinde. Oho. Ja, Leute, ihr wollt doch Action sehen, ihr wollt doch keinen Pussy sehen. Hä? Verlink dich doch. Geht nicht. Also nicht verlinken, okay? Schade. Irgendwas für mich, irgendwas für mich. Thank you.
geht's Action. Es geht Action. Ah, jetzt soll das zerstören. Okay. Geschafft, Leute. Bam! Das war das Labor, genau wie bestellt. Natürlich wird es weiterhin Glitter geben, aber wenigstens haben wir die Wichser eine Menge Geld gekostet. Oh, und eins noch. Ich soll dir von Arati ausrichten, wie dankbar sie ist. Also danke und bis dann. So, Konstruktion, Vernichtung. Irgendwas, jawohl. Okay, okay, wo ist das nächste halt? Nächste halt. Erstmal verkaufen. Oh, komm. So ist es halt, wenn man bei den Yakuzas ist. Ja, jetzt kommen noch mehr Yakuza. Hm.
So, schnell wechsel, was machen? Nein, 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 Quatsch. So, schnell wechsel, komm und. Ich brauche eine Pistole, wo mehr Schaden macht. Nein. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Lady in White? Sieht da richtig schwul aus. Nee. Weiter geht's. So, alles verkaufen. Oh, gut. Ja, wie lang denn noch? Richtig. Ihr könnt das gerne vorspielen, Leute, wenn es euch zu lange dauert. Ja. So macht man Geld. Und Weinflaschen auch mitnehmen, also Alkohol, das bringt immer auch viel Geld. Und,
dann sagen wir mal zur richtigen Mission. Ich weiß nicht, ob die richtige Entscheidung war, so offen mit Wakako zu sprechen. Vertrauen ist wie Sake. Man sollte nur mit ruhigem Kopf und in Massen trinken. Das überhaupt möglich? Die alte Kiste fährt wieder. So. Ruf Panem an. Hallo. Wie hier? Panem, hier spricht Wie. Wie? Was für ein Wie? Woher hast du überhaupt meine Nummer? Von Rogue? Von Rogue. Ach, toll! Verdammte Scheiße! Wie will die sadistische Schurle mich als nächstes ficken? Vergiss Rogue, ich kann dir helfen. Vergiss Rogue für einen Moment. Ich will dir helfen. Wie großmütig. Aber das kommt etwas zu spät. Also sag Rogue, dass sie mich am Arsch lecken kann. Spar dir das Gelaber für deinen Psychiater. Ich rufe wegen deinem Auto und der Ware an, die du verloren hast. Interessiert? Oder soll ich dich vielleicht auch am Arsch lecken? Ach, Güterbahnhof Bonita Street, nahe der Stadtgrenze. Da treffen wir uns. Bis dann. Oh, Scheiße, es ist weit. Nächstes Ausgangsort. NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen liegt vor. An der Kreuzung von Drake und Cartwright Street. Vor Ort sind Mitglieder der Tiger Claws, denen Überfälle und Erpressungen vorgeworfen werden. Angeführt von Mokomichi Yamada, genannt Motorboy. Die Stadt bezahlt für die Entfernung von Yamada und seinen Komplizen aus der Gegend. So, wo ist der nächste Ausgang? Egal, da Auto ist eben Arsch. Der Auto war eben Arsch. Ey, das Auto, der Motorrad. So. Mann, ist das dein Ernst?
Okay, Leute, sage ich mal, ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Es wird mich sehr freuen. Und dann, ja, Kommentar nicht vergessen. Ich werde es auf jeden Fall anschauen. Da sage ich mal, au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.